Wir fordern den sofortigen Rückbaustopp von Neckar-Westheim 2. Es liegt nicht in der Hand unseres Parlaments, den Weiterbetrieb zu beschließen, aber es liegt in unserer Hand, den Weg dafür offen zu halten, solange eine gesicherte anderweitige Stromversorgung nicht gewährleistet ist. Wir sind nicht nur Gesetzgeber im Land, sondern wir sind über die Beteiligung an der ENBW auch Miteigentümer an der betroffenen Stromerzeugungsanlage. Mit der Abschaltung von Neckar-Westheim 2 am 15. April wird wieder eine wesentliche Säule unserer Stromversorgung eliminiert. Dies, obwohl die Europäische Union die Kernenergie als nachhaltig in ihre Taxonomie aufgenommen hat. Obwohl Stimmen aus befreundeten Ländern aus verschiedenen politischen Lagern uns drängen, diese Ausstiegsentscheidung rückgängig zu machen. Aber rückgängig gemacht werden in Deutschland wohl nur Wahlen. Der Ausstieg ist mit den Fakten und mit den Unglücken von Tschernobyl und Fukushima nicht zu begründen. Beide Katastrophen hätten sich bei unseren Sicherheitsstandards in unseren Kraftwerken so nicht ereignen können. Bis zum nächsten Winter wird Ihnen die große Transformation in der Energielandschaft nicht gelingen, aber und 2026 ist der Albtraum Ihrer Regierung im Land hoffentlich vorbei. Aber zwischenzeitlich stürzen Sie uns in das größte Experiment der Nachkriegszeit. Immerhin 870 Megawatt Strom erzeugt das Kraftwerk Neckar-Westheim 2 noch bis Mitte April. Die Nennleistung neuer Windkraftanlagen beträgt 4 Megawatt je Anlage. Die laufen im Land mit unter 20% pro Jahr. Damit brauchen wir schnappe 1100 Windräder, um den Verlust von Neckar-Westheim 2 zu kompensieren. In der Praxis ist das aber sowieso eine Milchmädchenrechnung, weil in der Dunkelflaute und in den Zeiten, wo am meisten Strom gebraucht wird, die Dinger ja meistens gar nicht aktiv sind. Das Problem der Stromversorgung ist so ungelöst. Das zuverlässige Kernkraftwerk, welches jetzt abgeschaltet werden soll, ist mit der Inbetriebnahme 1989 das jüngste in Deutschland. Und es liefert den Strom, wenn er gebraucht wird, durchgängig. Nächsten Winter aber nicht. Das müsste auch der FDP klar sein, welche manchmal Krokodilstränen drum weint. Denn für einen Weiterbetrieb hätten die Voraussetzungen im Bund im letzten Herbst geschaffen werden müssen. Jetzt ist das für den nächsten Winter zu spät. Herr Lindner hat da mal wieder Prügel vom Robert bezogen und deswegen den Schwanz eingezogen. Und deswegen stehen wir im nächsten Winter ohne sichere Energieversorgung da. Bleibt also nur die Hoffnung auf den Stromimport, auch aus Nachbarländern, wenn die nicht gerade eigene Probleme haben, wie Frankreich letztes Jahr. Der Strom in diesem Winter kam deswegen, der Redispatch, der teure Stromzukauf, kam aus der Schweiz. Und die Schweiz hat ihn mit Kraftwerken erzeugt, aus Kernkraftwerken, die teilweise 20 Jahre älter sind, als das, was wir jetzt abschalten. Das ist Fakt. Jeder in Europa, der die Angst vor Uraltkernkraftwerken hat und jeder, der Angst vor Kernkraft hat und Havarien, der kann sich bei der rot-grünen Politik bedanken. Sie sorgen nämlich mit ihrer entgleisten Energiewende dafür, dass die ältesten Kernkraftwerkskeulen in unseren Nachbarländern noch lange weiterlaufen, um uns den Strom daraus zu verkaufen. Bei Ihren Stromimporträumen haben Sie aber leider vergessen, dass auch die anderen EU-Länder einen Kohleausstieg geplant haben. Das heißt, da werden im konventionellen Bereich in den nächsten Jahren auch erhebliche Kraftwerkskapazitäten stillgelegt. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, wie Sie darauf vertrauen können, dass bis 2030 große Stromlücken bei uns durch Importe geschlossen werden können, denn, wie gesagt, auch im Ausland fallen eher Kapazitäten weg. Den Netzausbau, den wir gebraucht hätten, um diese Importe zu tätigen, den haben Sie ja auch vernachlässigt. Die jüngst publizierte Energiewende-Studie von McKinsey weist nach, dass ein Kohleausstieg bis 2030 unter Beibehaltung eines Atomausstiegs unmöglich ist.
Das müssen Sie endlich mal zur Kenntnis nehmen. Der Ausstieg aus beiden Technologien bis 2030 ist nicht möglich. Zufallsenergien aus Solaranlagen und Windrädern können die Stromversorgung nie und nimmer sicherstellen. 16% zum Gesamtenergiemix im Land haben die erneuerbaren Energien 2020 beigetragen. Da sind aber auch Wasserkraft und andere konventionelle Energieträger dabei, wie zum Beispiel Biogas. Die Monte-Carlo-Energien, PV und Windkraft haben gerade mal zu 10% zur Energieerzeugung, zur Gesamtenergieerzeugung beigetragen. Und jetzt erzählen Sie, dass bis 2030 das die Hauptlastträger in unserer Versorgung sein sollen? Bitte. Dabei wollen Sie noch unsere gesamte Mobilität auf Strom. Fahren Sie fort, Herr. Dabei wollen Sie noch die gesamte Mobilität nebenher auf Strom umstellen. Räume sollen jetzt nur noch mit Wärmepumpen geheizt werden, die auch Strom brauchen und die den Planeten nach erfolgreicher Rettung des Ozonschichtloches jetzt schon wieder mit krebserregenden, nicht abbaubaren, polyfluorierten Alkylen verseuchen. Die grünen Horrortechnologien brauchen allesamt eine Menge Strom. Das steht fest. Der soll mit waldfressenden Zementfressenden Balsaholz und Schwefelhexafluorid gefüllten Vogel- und insektenschreddernden Windmühlen erzeugt werden. Das wird nicht klappen. Was um alles in der Welt haben Ihnen Flora, Fauna und künftige Generationen eigentlich getan? Dass wir mit der dümmsten Energiepolitik der Welt aus der einzigen verlässlichen emissionsarmen Stromproduktionstechnologie aussteigen, ist im Moment nicht zu verhindern. Die grüne Scientology-Bewegung mit ihrer ganz eigenen Naturwissenschaft aus dem Paralleluniversum kann aus Religionsgründen vom Atomaufstieg gar nicht ablassen. Jemand, der in Einzelfragen Vernunft zeigt, das zeigt ja das Beispiel Boris Palmer, dem droht die Exkommunizierung aus der grünen Sekte. Aber die Grünen haben ja weder im Landtag noch im Bundestag die Mehrheit. In unserem Antrag geht es darum, die Notwendigkeit der Option für einen mittelfristigen Wiedereinstieg in die Kernenergie zu erhalten. Die Vernichtung großer Vermögenswerte, die im Falle einer Revision des Atomausstiegs dann nur über Jahrzehnte und mit zweistelligen Milliardensummen wieder zu gewinnen wären, muss heute verhindert werden. Wir dürfen nicht, bevor wir wissen, ob die Energiegewinnung funktioniert, ein Kraftwerk abreißen, das nur innerhalb von 15 Jahren mit zig Milliarden wieder zu errichten wäre. Deswegen appelliere ich an die Kollegen aus den Parteien, die sich im Bund für den Weiterbetrieb der Kernenergie ausgesprochen haben, heute für unseren Antrag zu stimmen. Diese Entscheidung müssen Sie ja auch vor der Nachwelt vertreten und hier müssen Sie vielleicht mal über Ihren eigenen Schatten springen. Vielen Dank. Die Frau Ministerin, die Aufbruchstimmung, die Sie gerade beschworen haben, die gibt es. Die Aufbruchstimmung, das sind die Betriebe wie die BASF und andere, die ihre Produktionen ins Ausland verlagern, die neue Standorte und neue Werke in den USA bauen. Die Aufbruchstimmung sehen wir. Die Deindustrialisierung unseres Landes durch unsichere und teure Stromversorgung, das ist die Aufbruchstimmung, die diese Regierung geschafft hat. Vielen Dank. So.